Streife 6 kommen? Nein, Streife 6 für die Leitstelle, bitte kommen. Einmal 10-19 MRPD und einen Rekruten aufnehmen. 10-4. Streife 15-7 MRPD und meldet sich vorübergehend aus dem Funkkreis ab. Streife 1 fährt aktuell 10-31 an. Aktuellen Dispatch an. Streife 2 fährt aktuell Dispatch an. Streife 4 ist vor Ort. Bruder, es ist ja richtig was los. Täterfahrzeug vorhanden, kein Täter da. 10-9. Am 10-31 Täterfahrzeug noch vorhanden, Täter nicht mehr vorhanden, kommt. Das ist richtig was los. 1 von 150, gucken Sie mal nach, ob da hinten eine Abstellkammer ist. Ist ein Obsthändler. Also ich gehe davon aus, dass nicht. Ja, dann die nähere Umgebung nach Büschen und sowas durchsuchen. Streife 17-19 MAPD. Streife 17-20 MAPD. Ich spreche der Tanger Bukadi. Bukadi, können Sie gerade sprechen? Service? Ja. Ja, natürlich. Sie können gerade reden, ja? Ja. Gut. Außer den Fische hören zu, aber sonst hören keiner zu. Bukadi, hören Sie gerade mal zu. 17-20 MAPD. Waren Sie gestern im Dienst? Ja. Ich habe gestern mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen. Mr. Walker? Ja. Mhm. Und der hat hier sehr viele intensive Fragen gestellt. Und es ging um viele, sagen wir mal, Dinge, die die Leute vom Sheriff's Department so haben. Ja? Was heißt denn Dinge? Ich hoffe nicht, dieser komische, eklige Serverschrank, der da unten steht und einfach nur rumstinkt. Nein. Bukadi, ich will von Ihnen wissen, wie die Stimmung... Also, ich weiß nicht, ob Walker mir was vom Pferd erzählt. Ich will wissen, wie die Stimmung ist. In Stimmung in den Esti? Kommissar, Sie haben mich ja kennengelernt als eine ehrliche in der Rothaut. In Stimmung in den Esti seien beschissen. Ich habe mich gestern nicht mehr wohlgefühlt dort. Okay, ich habe Ihnen das schon mal erzählt, weil irgendwelche Leute den Stellvertreter von dem Stellvertreter als die Brache, Streife 2, A1043. Die Stimmung waren ein bisschen West Highway Richtung komisch. Palito. Am Ende waren irgendwie Leute, haben sich nicht haben ihnen gesagt, Mr. Walker, wir halten zu Ihnen, egal was passiert. Natürlich, Mr. Walker sei mein Chef gewesen von Anfang an. Aber im Endeffekt, dass ich habe Ihnen auch schon gesagt, wir machen meinen Dienst. Und ich wüsste nicht, was das nicht stimme mit den Kollegen. Manchmal ist ein bisschen, es waren gestern... Wie sage man? Unangenehm. Wächst jetzt wieder ab auf den Westen. Können wir uns treffen? Ja. Ja, ja. Was ist denn da noch einmal Weg war? Was ist denn Ihr Weg war? Ich wohne oben an die Alamosee, direkt bei so einer kleinen Fischerhütte. Soll ich Ihnen sonst erzählen, wo das ist? Ich glaube, das ist nicht so, schlau. Ich will Sie da nicht in irgendwelche komischen Situationen bringen. Verstehen Sie? Okay, dann sagen Sie mir und ich komme irgendwo hin, ist egal. Gut, dann machen wir
Kennen Sie aber das? Dunkel ist nicht Mini oder so. Kennen Sie das alte Department of Justice, der Parkplatz? Den alten Department. Also, diese Marmorhalle. Ja. Streife 1 hat Sichtkontakt zu Sultan, Gelb, Schwarz, fährt den West Highway Richtung Süden runter. Ich kriege nicht so viel mit. Also den alten und dann gegenüber sein so eine Parkplatz. Genau, da fahre ich gleich hin. Streife 3 schließt sich an. Wir kommen ja, direkt rum über den West Highway. Alles klar, ich muss auch jetzt losfahren. Bis gleich. Aber kein Sichtkontakt mehr. Weiterhin das Fahrzeug Richtung Süden unterwegs. Ich bin kurz nicht erreichbar. Alles klar, Chief. Ja, nur Vorinfo. Vielleicht eine Streife aus dem Süden mal versuchen, den West Highway dicht zu machen. Hodge. Hodge, Entschuldigung. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein Meteor stürzt auf die Erde hinab. Du meinst plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein Meteor stürzt auf das SD im Norden.
Harris? Chief, Davis hier, 56. Ich habe ein kleines Problem. Wir haben ein paar zu viele Rekruten aktuell. Und die fragen mich jetzt, was sie machen sollen. Ich habe eben schon mal ins Leitstellenblatt geguckt. Die sind alle soweit schon aufgeteilt und streifen. Und ich weiß jetzt nicht so recht, was wir mit denen anfangen sollen jetzt, während die Education-Besprechung ist. Ja. Geben Sie mir noch ein bisschen Zeit. Versuchen Sie... Ja, ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Ja, genau. Das ist jetzt eine... Das ist, solange die Education... Also, nee. Solange die Education-Besprechung ist, müssen Sie sich gedulden. Okay. Wir haben eine Education-Besprechung. Wir wollen die auch richtig ausbilden. Vertrösten Sie die. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber nicht zu ändern gerade. Gut, gut. Alles klar. Mach ich so. Dankeschön. Alles klar. Danke. Tschüss. Galligrü. Ja, das ist nicht zu ändern. Da, selbst wenn ich da zaubern würde, könnte ich da nichts machen. Denk dran, du kannst so betrunken zaubern. Das ist vielleicht ein guter Moment, um euch zu sagen, dass die erste Folge von unserem D&D-Rollenspiel auf unserem Stay-Zock-Kanal hochgeladen wurde. Das heißt, wenn ihr am Sonntag nicht dabei wart und trotzdem sehen wollt, wie sich die Geschichte so entwickelt hat und alles so da ist, dann könnt ihr auf stay.zock.live gehen und kommt auf den Gaming-Kanal. 3 Stunden. Das Abenteuer beginnt, alle Charakter werden vorgestellt, es fängen so die ersten Interaktionen an, es gab den ersten Kampf, ich will nicht zu viel verraten. Sehr, sehr geil. Es geht diesen Sonntag natürlich weiter, ja. Hat's dir Spaß gemacht? War mega gut. Mega gut. Ich freue mich schon auf diesen Sonntag, 18 Uhr, wenn wir dann herausfinden, was im... Ich will es nicht so viel zu verraten, aber wir müssen ja dann irgendwo hin. Guckt euch einfach Teil 1 an. Das Intro war super, ja. Das war wirklich so. Ist wirklich geil. Wirklich geil. Oh, ich spreche der Tanga Wukadi. Haben Sie sich verfahren, Wukadi? Ich sei auf die Wegmesse. Ich komme aus dem Norden. Gut, ich bin schon 1,7 Klicks heißen diese, dann ich bin da. Alles klar, bis gleich. Sie steigen dann einfach in mein Auto ein. Gut. Klicks, Kilometer. Militärsprech. Machen wir mal diesen Militärsprech.
Harris? Chief Boss. Ja, Harris? Ja, Hayford. Ich habe gerade so auf dem Flur mitbekommen, dass Sie eventuell die Frage hatten, wegen dem LS Dead, wegen dem Kennzeichen, warum man das nicht auslesen kann. Ja, genau. Also wenn sich da bis jetzt nichts geändert hat, dann können wir keine Firmenfahrzeuge auslesen. Ah, okay. Das ging mit den PDAs auch immer nicht. Alles klar. Und der Leichenwagen gehört zur ehemaligen Kirche und die Kirche ist als Unternehmen angemeldet. Alles klar, alles klar. Deswegen. Gut, weiß ich ja. Bescheid, Herr Ford. Ich muss gerade weiter. Jo. Bis dann. Tschö. Kommen Sie mit. OKD? OKD. Ah, der hat Kopfschmerzen, Alter. Da-da-da-da. Oh, Apple hat ein iPad Pro vorgestellt. Mit DualSense PS5 Controller Support? Holy shit, Alter. Jeff Kaplan ist Blizzard, verlässt Blizzard. Ein Touch ID Magic Keyboard. Oh, neue Monitore. Oder nee, warte mal. Das ist der Mac? What the fuck? What? Das ist der iMac? What? Ich dachte, das ist ein legit Monitor. Ich gucke gerade auf mein Handy und denke, hä? Das ist doch nur ein Monitor. Aber der neue iMac ist ja insane. Oh mein Gott, wie dünn sind die neuen iMacs. Are you kidding me? Bruder, das ist dieses dieser M1-Chip, der da richtig reinfickt. Alter, wow. Ach du meine Güte. iPhone 12 Purple Edition. Bleed Purple, Bruder. Also der iMac ist ja wild. Der iMac ist ja richtig wild. Gibt's den denn auch? Also der gibt's hier so in bunten Farben. Gibt's den auch einfach nur in schwarz? Ui, also das ist ja krass. Warum bringen sie den nicht in schwarz raus? Weil sie wahrscheinlich, weil sie noch so eine iMac Pro Edition machen wollen, die dann in schwarz ist, die dann aber $5,000 kostet oder so ein Scheiß.
Weißt du? Wie teuer ist denn der eigentlich? Ich sehe auf dem Bild einen schwarzen. iMac Black Series. Performance Series. 1400? Wow. What? Das ist ja ein guter Preis. Hä? Das ist ein Apple-Produkt. Das kann kein... Was? Hä? Das kann nicht sein. 1,7 mit SSD. Es ist halt trotzdem noch okay für ein Apple-Produkt. Roffelmoffel, ey. Ich dachte hier, ich mache einen auf NSA-Treffen auf dem Parkplatz. Weißt du? Okay. Frage geblieben. Diese Notifications. Diese Notifications. Ich dachte, ich mache hier einen auf NSA-Treffen auf dem Parkplatz. Der Typ da hinten hat die ganze Zeit Crashes. Ja, moin. Kommt gar nicht zurück. Kann gar nicht aussteigen aus seinem Fahrzeug. Kommt auf den Parkplatz an, macht das Auto aus, crasht. Muss GTA neu installieren. Ist vom Server gebannt worden. Und ich stehe hier. ja. Naja. Dann machen wir doch mal was Vernünftiges. Hier wird Gaming noch groß geschrieben. Kommen Sie mit, Vokade. Ist der Harris, ja. Wir fahren eine Runde. Vorne oder hinten sitzen? Naja, vorne. Entschuldigen Sie, mir kommen den Luft hier unten nicht so gut. Naja, kein Problem. E, gib uns den richtigen Gaming-Content zu. So. Vokade. Ja, bitte.
Ich habe gestern mit Walker gesprochen. Und es ging im Einzelnen darum, wie wir die Integration des Polizeidepartments, des Sheriff's Departments und des Polizeidepartments durchführen. Walker hat aber mehrmals Fragen gestellt, ob das SD als Fraktion jetzt noch existiert und so weiter und so fort. Und ich weiß, sie haben mir als erstes vor ein paar Tagen, letzte Woche glaube ich, gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass da irgendwas im Busch ist, und darum spreche ich mit ihnen, weil ich habe die Befürchtung, wenn ich die Truppe rund um Walker ins Polizeidepartement integriere, dass die von niemand anderen was annehmen werden, außer von Walker. Das ist richtig, Miss Harris. Wie, das ist richtig? Ich glaube, wir haben gesprochen, Dienstag, an ihre zweite oder dritte Tag in die Dienst. Und gestern dann, ich kam dann irgendwann zu der SCW-Wigwam in Sandy Shores, und alle Leute standen da, Mr. Walker standen da, vielen, vielen lauten Stimmen, wo ich mir denke, nur mein Mann, du glaubst wohl ja oder nein. Wo Mr. Walker waren bei ihnen gewesen. Ja. Danach, wir seien alle zusammen runtergefahren in die PD-Wigwam hier in den Stadt. Dann sie haben gemacht dann ihren Statement. Genau. Und dann wir seien wieder hochgefahren, irgendwann später wieder nach oben in die Norden. Dann ich seien wieder runtergefahren zu den PD, weil irgendjemand vergessen. Egal. Und dann wieder hoch. Und irgendwann kam Mr. Walker und alle Kollegen meinten, wenn, dann nur Ansagen von Mr. Walker oder Mr. Walker müssen ja wohl ablegen seine braunen Sheriffjacke, und dann anderen Leute dürfen hören auf Mr. Hall? Und anderen sagen von Mr. Hall, ich lasse mir nichts sagen, und vielen diesen kleinen Geige, Mimi, vielen Leute haben gesagt, und es waren gestern Abend wirklich, wirklich anstrengend. Und irgendwann, ich sah ihn dann irgendwann Gang 10:42, andere Leute haben gesessen auf Autos, haben gesessen auf die Fußboden, haben getrunken Feuerwasser. Komisch. Sie haben wahrgenommen, dass nach dem Gespräch, das ich mit Walker geführt habe, die Leute des Sheriff's Departments klar kommuniziert haben, dass sie auf niemanden anders hören würden als auf Walker. Mr. Walker, seien sozusagen die Stammesführer und alle folgen den Stammesführer. Wenn die Stammesführer, Mr. Walker, seien weg, den anderen Leute verlassen auch die Stamm. Das seien das in Kurzform. Sozusagen. Also viele. Nicht alle, aber viele. Andere Leute fingen an irgendwie mit diesen kleinen Geige. Ich wollte aber haben meinen komischen Essie-Nummer, wo ich mir denke, bei Manito, das sei ein scheiß Nummer. Andere haben geguckt wegen den Uniformen, wo ich mir persönlich denke, ob schwarz, ob grün, ob kurz, ob lang. Sei mir auch, wie bei den Seahawks, mir völlig egal. Es ist halt schwierig. Ich mache halt meinen Dienst gerne. Ich sei zu den SC-Wigwammen gegangen, weil damals bei den PD-Wigwammen die Leute waren, diesen Haufen von die Hund. Scheiße. Und nur deswegen, ich sei oben gewesen an die SC. Und da seien den Ton sein ein bisschen rauer, aber ob den Ton sein nur oben oder unten rauer, Mr. Harris. Okay, ich verstehe. Meine Stammesführer müssen sich nur beweisen. Und wenn ich merke, dann beweisen sich und ich fühle mich wohl, dann ist okay. Wenn er sich nicht beweisen, Tomahawk in die Kopf und ich gehe, ist okay. Verstehe ich, Vokade. Gut, ich habe wirklich die letzte Nacht nicht gut geschlafen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, irgendwas stimmt nicht. Wirklich. Also Mr. Walker haben auch gesagt, weil er haben wohl erzählt, sie haben ihm angeboten, irgendwie einen kleinen Büroraum in die PD-Wigwam unten, und Mr. Walker wollen diese noch machen. Weil, Mr. Walker sei ein Sheriff. Sheriff ist auch irgendwie PD-Mann, nur halt mit viel Sand in die Schuhe. Das ist sein Ding gleich. Und Mr. Walker haben gesagt, er gucken sich das an, und wenn ihm das nicht gefallen, dann lassen es halt nach. Aber das sei seine Entscheidung. Ich lasse mich ja nicht beeinflussen von anderen Leuten. Das sei mein Leben. Ich sei hier immer noch auf der Suche nach einer bestimmten Mister. Und bevor ich diese habe nicht gefunden, ich verschwinde nicht aus diesen Scheißstadt, von diesen Scheißinseln. Oh. Okay, das sind alle. Ob ich diese Menschen nur suchen, ob ich waren bei die Medic-Wig waren oder in die Pidi-Wig waren oder kurz in diesen Kirchen komischen Laden, das ist egal. Ich strebe mir ein Ziel an, ich wollte Menschen helfen, egal in welchen Richtung. Okay, ich fahre Sie jetzt zurück zum Fahrzeug. Sie setzen sich da rein und verlieren kein Wort, das wir miteinander gesprochen haben. Ja, okay.
Das ist wichtig. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Bei einem Problemmesser. Okay. Ist einer deine ehrlichen Rothaut und ich sage das, was sei los und was mich stören. Ich sage auch den anderen Kollegen, was mich stören. Und können Sie sich noch erinnern, wo ich haben Sie angerufen, wo jemand meinte von den Missers, warum du haben gesprochen mit die Chief? Naja, seien meine Chief. So, warum ich soll nicht mit die Chief sprechen? Du können doch nicht. Das war meine erste Anruf, wo ich sie Ihnen habe gesagt, hier ist irgendwas nicht okay. Dann, ich habe ihn vielleicht 2-3 Mal zu viel angerufen, aber weil den Leuten wollen sich nicht unterhalten und das gehen mir auf meine rasierten indianischen Nüsse, das ist nicht okay. Okay. Okay, Mister. Okada, ich danke Ihnen. Ich habe zu danken. Einen schönen Tag noch. Manitou, Sie beschützen. Ja, wir sehen uns. Natürlich. Ich muss noch tanken fahren. Ich glaube, die Tankstelle ist entweder hier. Glaube ich. Ach nee, weiter oben wahrscheinlich sogar noch. Bin ich falsch gefahren. Doch hier. Das ist bescheuert, Alter. Weißt du, du gibst dir so viel Mühe und dann ist das trotzdem der absolute Abfuck, so. Kurzer Sheriff, wie geht's Ihnen?
Abend, soweit gut und selbst? Fantastisch, fantastisch. Freut mich. Ja, schönen Abend noch. Gleichfalls. Streife 6 für die 13, komm. Streife 6, hört. Mal bitte beim LSC abholen, der hintere Ausgang, danke. Streife 6, 10, für die 13, Ende. Also, ich will euch ganz kurz die Problematik erklären. Für den Fall, dass ihr das noch nicht verstanden habt, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Einfach um meine Gedanken mal kurz auszusprechen. Das Problem ist, darum wurden ja so explizite Fragen gestellt. Und ich habe mir da wirklich drüber Gedanken gemacht. Wenn ich die hier reinhole und die nur einer Person zuhören, dann brauche ich die hier nicht reinholen. Wenn die nicht mit dem Hall können, wenn die nicht mit allen FTOs können, wenn die hier ihr Ding durchziehen und dann einen auf diese unnatürliche Solidarität machen, gefährdest du dadurch nur die Abläufe und es wird schlimmer. Und das ist halt sehr, sehr schade. Weil, wenn die an ihren Dienstnummern hängen, weißt du, also wenn die halt anfangen, über ihre Dienstnummern zu schwärmen, so dann, Bruder, was soll das denn? Was soll das denn? Was soll ich denn da machen? So was, wie kannst du das denn? Wie kommst du denn dagegen an? Ne? Ich finde es halt einfach schade, weil das so eine Friss oder Stirb. Also es ist auf beider Seite Friss oder Stirb. Obwohl, eigentlich ist es nicht. Es fühlt sich so verschwendet, meine Zeit fühlt sich so verschwendet an, weil ich gefühlt gedacht habe, okay, wenn du denen signalisierst, dass die alles behalten können, was sie normalerweise machen, und einfach weiter arbeiten, dann fügen die sich halt einfach ein. Aber anscheinend ist das halt wirklich nicht so. Ne? Krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Naja. Wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Wichtig ist, dass der Charakter das weiß. Und der Vokade ist halt echt ein guter Mann, ne? Warum lässt du dich erpressen, Zucker, Brot und Peitsche? Oder wenn du noch einmal Zucker, Brot und Peitsche sagst, ich würde dir. Naja, gut. Was bedeutet loyal für dich? Weißt du, das ist so ein. Ich kann mir schon vorstellen, wer den schriftlichen Teil dieser Prüfung ausgearbeitet hat.
Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon. Was bedeutet loyal für dich? Ach du Kacke. Ah. Gut. Okay. Uff. Ich habe wilde Ideen. Uff. Aber erstmal gucken, was hier los ist. Guten Abend, Chief. Guten Abend. Oh mein Gott, ich dachte, alle Officer sind draußen, aber sie verstecken sich an der Leitstelle. Alle Rekruten verstecken sich hier. Ach so, ja, sie können nicht rausfahren, bis die Ausbildungsdings durch ist. Korrekt. Washington, kommen Sie mal mit. Ja, ich glaube, jetzt haben Sie sich. Ach, verdammte Scheiße. Washington. Gut, ja. Wie geht's Ihnen da draußen? Ja, gut, soweit. Wie sieht's aus mit dem Funken? Ja, das läuft. Andere Fragen. Bis dato soweit eigentlich noch nicht, nee. Haben Sie irgendwelche, ja doch? Ihr habt das Grundprinzip tatsächlich soweit verstanden. Was die Polizei angeht. Was ist denn das Grundprinzip, was Sie verstanden haben? Deeskalierend wirken und versuchen, jede Situation so aufzunehmen, dass man möglichst viele Informationen mitnimmt, weil wir das dann später in die Akten eintragen müssen, Tatsache. Dass da kein Detail fehlt. Mhm. Und Sie hören, Sie hören dann bitte auch, den Straftätern auch die Nase zu brechen? Ja, sowieso. Wenn mich keiner angreift, alles gut. Haben Sie schon eine 10-12 alleine durchgeführt? Oder mit einem Streifenpartner? Ja, ich glaube schon 2-3 Mal Tatsache. Also ich weiß jetzt, worauf man achten muss, Tatsache. Das war quasi rechts ranfahren, Motor aus, aussteigen auf die Beifahrerseite, dann wird in der L-Position wird dann quasi die Kontrolle durchgeführt. Also sprich, der eine Kollege steht an der Motorhaube des Fahrzeuges, quasi geradlinig zum vermeintlichen... damit er auch den Beifahrer sehen kann, ja. Genau. Und der Kollege steht dann direkt vor dem Fahrer, also sprich an der Beifahrertür vor dem. Lässt sich dann dementsprechend natürlich auch die Personalien geben, macht dann eine Personenabfrage, hier in dem Fall eine 1029 über die Leitstelle. Die Leitstelle gibt dann durch, sobald sie den Namen erkundschaftet hat, was dagegen dem vorliegt oder ob was vorliegt. Wenn nichts vorliegt, ist soweit alles in Ordnung. Dann würde man den Tathergang mit dem Fahrer quasi durchgehen und fragen, inwiefern, ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Police Officer. Ah, gut, ich danke. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen bezüglich Ihrer Arbeit und der Tatsache, wie Sie Dinge abhandeln oder was passiert ist. Ich bin dafür da, dass das alles in Ordnung ist. Sie halten sich weiter an die Maßnahmen, agieren deeskalierend. Genau. Und dürfen dann auch als PO1 sich ausweisen für die Frage, falls irgendwer fragt, wie sieht es aus mit der Beförderung, wer hat das gemacht. Verweisen Sie auf mich. Okay, das kriegt man hin. Ich hätte noch eine Frage dazu, Sarah. Und zwar, mir wurde zugetragen, dass das eine anstößige Pose wäre. Ist das so richtig? Das ist negativ. Okay, das wäre nämlich angeblich der Grund gewesen, warum das im Krankenhaus so eskaliert wäre. Weil ich habe gesagt, ob ich nun so dastehe oder so, macht für mich keinen Unterschied. Nein, macht es nicht. Macht es auch nicht. Okay, also ich kann auch so dastehen und das würde nicht zum Nachteil für mich ausgehen. Ich werde Ihnen das nicht zum Nachteil anhalten. Okay, gut. Nee, weil das ist nämlich wenn sich Leute allerdings dadurch provoziert fühlen und Sie das wissen, vermeiden Sie das in Konfrontation.
Das sowieso, das ist richtig. Wenn ich mitkriege, dass vielleicht regt irgendwelche Leute auf, gar kein Problem. Da bin ich der Letzte, der damit weitermacht. Gut. Das ist richtig. Gut. Nee, aber alle Dude, top. Gut. Noch eine Frage. Was habe ich mit dem, was kann ich jetzt machen mit dem Rang, was ich davor nicht konnte? Aktenzugriff, ne? Sie haben ab sofort Aktenzugriff. Hm? Und sie sind halt nicht mehr an diesen verpflichtend in diesen Grundausbildungen drin. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass sie sich einfach eine mal angucken. Morgen ist beispielsweise eine. Es werden jetzt morgen wird eine vorgezogen, am Freitag ist eine und am Montag wird auch eine sein. Ah, okay. Ja, die gucke ich mir auf jeden Fall an, definitiv. Ja, und sprechen Sie bitte auch mit Smith, dass sie von mir befördert wurden, wenn sie fertig ist. Das machen wir ja. Das war 20 Uhr, diese, dieses Treffen da, ja, perfekt. Gut, und dann können Sie sich auch eine Dienstwaffe aus dem Regal rausnehmen. Perfekt, alles klar. Ja, gut. Diesbezüglich aber bitte auch nochmal auf Smith zu kommen bezüglich einer Einweisung oder auf einen Officer, der Zeit hat. Okay, ja, das kriegt man hin, das ist kein Problem. Ja. Ich hatte eine Einweisung für die Pistole sowie den Taser und alles drum und dran schon bekommen. Alles klar, gut, dann können Sie sie jetzt aber auch mit rausnehmen. Alles klar, super, gut, da weiß ich Bescheid. Kommen. Gut, dann danke ich Ihnen. Gerne. Alles klar, super, top. Sonst noch was, Harris? Sie kommen? Für mich nicht, nein. Okay, alles klar. Nee, gut, dann war es von meiner Seite auch. Ich danke. Gerne, gerne. Top, top. Eine Abholung bei Rakete kommt. Der ist ein guter Mann. Wie läuft's, Hub? Gut, Chief. Bei Ihnen? Wie sieht's mit den Rekruten aus? Wo sind die alle? Sind das alle gefunden? Die stehen hier im Raum. Ja. Und der Herr da, das ist, glaube ich, auch ein Rekrut, ne? Nicht mehr. Nicht mehr. Nein. PO1. Ja, dann kann ich mit dem ja raus. Dann können Sie mit dem raus. Ja? Okay, top. Das ist die, die Regel gilt. PO1 darf mit Rekruten raus, ja? Nee. Gucken Sie bitte aufs schwarze Brett. Okay, alles klar, das muss ich noch machen. Top, machen top. Sie das bitte. Gut. Leitstelle für Streife 4. Officer, haben Sie eine Frage? Nö. Nehmen den mit. Warte nicht. Wen nehmen Sie mit? Ja, zwei Officer. Wer ist doch jetzt Officer 1, oder? Sie genau, dann können Sie den schnappen und den Rekruten mitnehmen. Leitstelle für Streife 4 kommen. Genau. Ich rufe der Dings so mit. Genau. Fantastisch. Also die Tatsache, dass den jemand anspricht auf diese Position und sagt, das ist anstößig. Die Streife halt 6 mit einer Allmanniger Allmann-RP. Allmanniger Allmann-RP. Ist halt schon gut. Das ist schon wild. Leitstelle hört. Einmal bitte eine Personenabfrage für den Herrn Guri Abrinken. Bitte wer? Guri Abrinken? Kurze Information, wie wird dein Nachname geschrieben? Komm. A wie Anton, B wie Bertha, R wie Rudolf, I wie Ida, N wie Norbert, K wie Kerstin, E wie Emil, N wie Nordpol. Ja, also C4 Standby. 10-4. Ende. Leitstelle für Streife 4, bitte kommen. Leitstelle hört. Das BD-Fahrzeug 204 befindet sich in Händen des ATLS. Ja, also 10-4. Streife 4, Ende. SC06 meldet sich 1049 im SC-Sendeschoss und begibt sich 1019 zu meinem APD. Letztstelle mit der Wiederaufnahme der 1029. Hört man in deinem Stream den gesamten Polizeifunk Finder verlocken für Sniper? Ja, das ist Metagaming, dafür wirst du permanent gebannt. Und wenn nicht ersichtlich ist, wohin deine Informationen herkommen, wirst du dafür permanent gebannt, ja.
Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Herr Schieb, Langeweile? Nee, ich muss ein Gespräch führen, bevor ich kann. Oh. Der von Ihnen gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit. Ah, habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt. Uiuiui.